Nils Janssen, ich freue mich sehr. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für Foresight und Participation bei den Ellery Studios in Berlin. Er hat Politikwissenschaft und Zukunftsforschung an der FU Berlin studiert. Ganz bekannt in der Szene, zumindest kenne ich ihn natürlich durch seine Arbeit bei der Denkfabrik, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, BMAS. Er interessiert sich sehr für soziotechnische Systeme, das heißt hier ganz genau richtig die kreative Wissensvermittlung. Da freue ich mich auch schon sehr auf einen Erklärbär-Vortrag. Ich liebe das noch. Und kreative Wissensvermittlung klingt auch total spannend. Und schließlich Science Fiction und soziale Innovationen. Deswegen freue ich mich sehr. Nils. Dankeschön. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank an alle, die den Weg hierher gefunden haben zu so früher Stunde. Und alle draußen im Stream. Ich werde heute was zu Predictive Policing ein bisschen aus der Perspektive der Zukunftsforschung sagen. Wir sind hier ja an der Archenhall-Sternwarte, das ist natürlich ein super, super Einstieg, so ein Fernrohr, das da irgendwie weit in die Weiten rausgeht. Das war ja auch eigentlich früher immer so ein bisschen die Überlegung, so, ne? Zukunftsforschung, das ist irgendwie, wird ja immer gerne mit dem Fernrohr dargestellt, von daher perfekter Ort hier, um damit einzusteigen. Ja, wenn dieser Blick in die Sterne ist, ja eigentlich ein Blick in die Vergangenheit, aber das ist eine andere Geschichte. Genau, und Albert Einstein hat irgendwie ja auch hier in diesem Saal gesprochen und die Relativitätstheorie erklärt, also no pressure for me, also schauen wir mal, was draus wird. Ich fange mal ein bisschen an mit der Zukunftsforschung, weil das eben so ein bisschen, ja die Frage ist so, ja, schillernder Begriff, ist es irgendwie tatsächlich Wissenschaft oder ist es eigentlich nur Unfug? Und wenn ich sage, ich bin Zukunftsforscher, dann kommt meistens so eine Reaktion. Aha, du bist der neue Nostradamus oder wo ist denn deine Glaskugel? Also ich habe noch keine, aber ich sehe da drüben beim Foucault'schen Pendel, nehme ich mir glaube ich nachher die mit, dann habe ich wenigstens auch mal eine zu Hause. Na, es ist ja immer, Wahrsagerei oder Vorhersagen haben eigentlich schon immer über die Jahrhunderte und Jahrtausende große Tradition gehabt. Manche Leute gehen noch einen Schritt weiter und sagen so, okay, die Pythia da, na, dieses Orakel von Delphi, das ist schon ziemlich nah dran. Weil die Pythia, die hing da nicht nur über dieser Felsspalte, wo diese Dämpfe rauskamen und hat dann irgendwie was Tolles erzählt, sondern die hatte ganz, ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aber nicht bekannt waren, die im Vorfeld gerne mal in den Tavernen unterwegs waren und sich umgehört haben, was ist denn da so los. Und die haben der Pythia dann Informationen zugetragen und die hat dann daraus ihre Weissagung gemacht. Science Fiction ist auch immer ein schöner Einstieg, hatte Stefan ja schon gesagt, dass ich da großer Fan von bin. Das ist ein Bild aus den Stork-Schokoladenwerken, die haben das ihren Schokoladen beigelegt und haben sich eben die Zukunft vorgestellt im Jahr 2000. Und da wir bei Predictive Policing sind, kam ich natürlich nicht umhin, dieses wundervolle Bild zu nehmen. Unsere Schutzmänner haben mittlerweile keine Pickelhauben mehr, aber so schöne Flügel haben sie auch nicht. Gut, das ist jetzt dann irgendwie der wissenschaftliche Teil. Ich habe extra mal das etwas komplexeren Futures Cone genommen, damit wir irgendwie auch so ein bisschen den Kopf irgendwie morgens früh ein bisschen anstrengen können. Es fängt an in der Vergangenheit, die Einflüsse aus der Vergangenheit sind natürlich eminent wichtig, um daraus was ableiten zu können. Dann haben wir diesen Strich da in der Mitte, das ist die Gegenwart, dieses ganz kleine, winzige, dieser einzige kleine Punkt, der da ist. Und von der Gegenwart aus, je weiter wir in die Zukunft gehen, desto mehr dehnt sich dieser Futures Cone aus. Also je größer werden die Möglichkeiten. Und es gibt eben sowas, was halt sehr wahrscheinlich ist, ne, also das Probable. Das ist so in der Mitte. Das kann man auch gerne mal so, ne, als Strich dann da mal durchziehen. Wir verlängern die Vergangenheit einfach in die Gegenwart, über die Gegenwart in die Zukunft hinein. Dann gibt es das Mögliche, also auch wenn da eine 0,1% Chance ist, dass da irgendwie was passieren könnte, dann ist das trotzdem noch möglich. Und ich habe immer ganz großen Spaß dran, mir so diese Grenzen anzuschauen zwischen dem Möglichen und dem, was noch irgendwie so ein bisschen jenseitig ist. So, ne, weil das ist vielleicht das heute noch nicht Mögliche, aber darum geht es mir eigentlich, wenn ich über Zukunftsforschung rede und da... Genau. Es gibt so drei große Stränge, wenn man sich über Zukunft oder wir reden gerne im Plural über Zukünfte unterhält. Das eine ist das Prognostische und das ist wahrscheinlich das, was auch aus technischer Sicht irgendwie erstmal so am naheliegendsten ist. Da stellt man die Frage, was wird passieren? So, ne? Ganz harte Frage, Hard Science.
Wir versuchen, eine zukünftige Gegenwart zu erkennen. Das zweite ist eher das Explorative, da bewegen wir uns eben schon in diesem Möglichkeitsraum. Ja, da ist die Frage, was könnte denn sein? Was könnte denn passieren? Was vielleicht auch nicht? Welche unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es? Und das dient dann dazu, das große Buzzword ist momentan Resilienz, ne? Also resiliente Strategien zu entwickeln, die eben auch funktionieren, je nachdem, was für eine unterschiedliche Zukunft denn auch eintreten mag. Und das dritte sind die normativen Zukünfte, da reden wir über Utopien und Dystopien. Das ist immer so ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, das eine Utopie ist, das andere Dystopie. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die autofreie Stadt. Der eine findet es total super, wenn ich aber mobilitätseingeschränkt bin, dann ist es die Hölle für mich. So, und genau, und dann kann man eben diese Utopien und Dystopien sich nehmen, sich dieses Zukunftsbild nehmen und davon zurückschauen und zu sagen, so, was kann ich denn dazu beitragen, dass diese positive oder negative Zukunft eintritt oder eben auch nicht. Und das ist das, was ich so ein bisschen in der kritischen Zukunftsforschung sehe, und da finde ich auch die Verbindung zum FIF auch super, weil das ist ja eben auch genau das. Das FIF hat diese Utopie, wir wollen nichts weniger als Frieden. So, und zwar komplett. Und das finde ich ein super Ausgangspunkt. Also wir haben hier eigentlich eine normative Zukunft, ein normatives, schönes, wünschenswertes Zukunftsbild, und mit dem können wir weiterarbeiten. Zukunftsforschung hat dann noch ganz viele Methoden. Ich lese die jetzt nicht alle vor, aber die sind so in diesem Diamond irgendwie dann ganz schön drin, und da hat man natürlich bei der Evidenz eben auch die Modellierung, und da sind dann eher so die prognostischen Sachen zu verorten. Und die Kreativität, Science Fiction und so weiter haben wir oben auch. Gut. Warum Zukunftsforschung und Frieden? Also die Zukunftsforschung hat ja auch eine Geschichte, und die hat so ein paar cranky Uncles da drin. Also der einerseits die Rand Corporation ist relativ bekannt geworden. Die waren also als nach dem Krieg so die ersten Großen, die auch die Szenariotechnik mitentwickelt haben. Von daher waren die schon sehr einflussreich. Und da gab es aber so einen Hermann Kahn bei denen, und der hat die Theorie von der Mutually Assured Destruction, also mit der schönen Abkürzung MAD, gehabt. Also der hat ein Buch geschrieben, wie gewinne ich einen atomaren Krieg? Also der hat sich die Frage gestellt, ne, also jetzt machen wir mal so ein bisschen Planspiel und dann gucken wir mal, wie gewinnen wir denn so einen atomaren Krieg, und dann müssen wir einfach dieses Gleichgewicht des Schreckens so hoch drehen, bis es gar nicht mehr weitergeht. So. Einer der Väter der Zukunftsforschung, aber nicht ganz unproblematisch. Auf der deutschen Seite hatten wir dann so in den 70er und 80er Jahren so eine Zeit, wo eben auch ganz viel Techno-Optimismus auch schon da war. Man kann jetzt, da ist der Computer da, wir können jetzt Dinge berechnen, das konnten wir vorher nicht. Und da war die Überlegung, da irgendwann schaffen wir schaffen es mit dieser Technologie, Dinge vorauszuberechnen, soziale Physik. Da war einer der prominenten Figuren, war der Wolf Häfele. Der ist dann später auch als Vater des schnellen Brüters in Deutschland bekannt geworden. Also auch an der Stelle wieder so eine schwierige Geschichte. Es gibt dann aber auch die positive Seite, und eben auch da der Bezug zur Friedensbewegung, Robert Jung, der sich eben einerseits mit Büchern und andererseits mit praktischen Interventionen, der hat die Methode der Zukunftswerkstatt entwickelt. Und der war ja eben genau auf der Gegenseite, der hat sich eben extrem klar gegen Atomkraft positioniert. Heller als 1000 Sonnen ist von ihm so eins der bekannten Bücher. Also Zukunftsforschung nochmal kurz in Stichworten. Wir reden von gegenwärtigen Zukünften, also wie können wir uns die Zukunft vorstellen, imaginieren, und wir wollen nicht eine zukünftige Gegenwart erarbeiten. Wir haben diese 4 Ps, kann man sich im Futurescore nochmal sehr schön anschauen. Wissenschaftlichkeit und Transparenz ist, ne, ich rede hier über die wissenschaftliche Zukunftsforschung, es gibt dann auch so einen Bereich, der ja eher so ein ökonomisierter ist. Das Zukunftsinstitut ist ja immer so mein Lieblingsbeispiel. Die machen das sehr gut, also die verkaufen sehr gut. Wir sprechen und denken in Zukunftsbildern. Inter- und Transdisziplinarität ist ein Muss. Und genau, Betonung von Kontingenz, also etwas kann so sein, aber es muss nicht so sein, und wir können immer was ändern. Wir wollen eben tatsächlich auch Zukunft gestalten. Es gibt dann noch weitere Sachen,
kritische Zukunftsforschung, könnt ihr mich gerne nachher zu anstrengen. Aber ich wollte ja auch noch über Predictive Policing reden. So. Predictive Policing, Sie haben viele sicherlich schon mal gehört den Begriff. Was ist das denn? Oh nee, nicht der schon wieder. Also Predictive Policing, wenn man das sagt, dann ist der, bei ganz vielen Leuten der erste Gedanke Minority Report. Das ist übrigens eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick aus dem Jahre 1956. Das ist die Grundlage für den Film, den alle kennen. Predictive Policing ist hier eine wundervolle, quasi selbsterklärende Definition, also was es so alles ist. Ja, da ist Strategie drin, da ist Technologie drin, kriminologische Theorie, Analyse und das Ganze soll irgendwie auch noch in das praktische Polizieren, also die Polizeiarbeit, die dann im sozialen Raum stattfindet, überführt werden. Ich bin da so ein bisschen... Ja, kann man so sehen. Es ist aber auch eher so ein bisschen fuzzy, das Ganze. Ich habe versucht, mal so eine Typologie von unterschiedlichen Predictive Policing-Systemen zu machen. Ich rede jetzt hier bewusst über Systeme, weil das ist einfach die technologische, das ist die Software. Das sind die Softwareprodukte, die eben da sind. Wir haben drei große Stränge. Einmal Near-Repeat-Systeme, dann Risk-Terrain-Modeling und Data-Mining, Big Data. Maschinelles Lernen. Die teilen sich alle jeweils in zwei Stränge auf. Es gibt welche, die schauen sich an, was passiert raumzeitlich, also die schauen sich an, die arbeiten mit diesen typischen Risk Maps, die man kennt, oder ist da irgendwie eine Karte, die irgendwie in Quadrate eingeteilt ist und die sind dann im Idealfall grün, gelb, rot, vielleicht ist nochmal ein Orange dazwischen. So. Und es gibt aber auch welche, die sind personenbezogen. Die sind in Deutschland nicht verbreitet. Ich habe auch unten mal so ein paar Beispiele, welche Programme, also wer mal ein bisschen danach suchen will, der kann da auch was finden. Das Einzige, was personenbezogen in Deutschland unterwegs ist, ist das RADAR-ITE vom Bundeskriminalamt. Das ist ist auch wieder so ein Akronym aus der Hölle. Da geht es um die islamistischen Terroristen. Da arbeiten die eben schon. Und wir haben jetzt eben die Near-Repeat-Systeme, die beruhen tatsächlich auf einer Theorie. Und da sind auch die Programme sind hardcoded. Also das ist wirklich ein klassisches algorithmisches System, das irgendwie einfach feststeht und so programmiert worden ist. Und die Theorie ist eben, die ist vor allem an Wohnungseinbruchsdiebstählen nachgewiesen. Dort, wo ein Wohnungseinbruchsdiebstahl von der organisierten Kriminalität stattgefunden hat, ist die Gefahr hoch, dass im näheren Umfeld ein weiterer Einbruch passiert. Das ist natürlich, wir haben hier auch, das ist total super, wir haben eine Datenbasis, die sehr genau ist, weil wenn Wohnungseinbruch passiert, rufe ich die Polizei, weil sonst zahlt meine Versicherung nicht. Also wir haben hier ein wirklich sehr gut ausgeleuchtetes Hellfeld, also es ist kaum Dunkelfeld, ist natürlich für solche Sachen gut. Bei anderen Straftaten sieht das dann sicherlich auch schon mal wieder ganz anders aus. Und es werden eben ausschließlich Daten aus dem Polizeibestand genutzt. Also das, was die Polizei erhoben hat, welche Werkzeuge sind für den Einbruch verwendet worden, wann ist die vermutliche Tatzeit etc. Die zweiten Systeme nehmen da einfach schon ein bisschen mehr dazu, nämlich auch zum Beispiel die raumbezogenen Daten. Also, was sind da für Geschäfte drin? Wie ist das der Abstand von der Straßenlaternen? Da kann man ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge noch mit dazu nehmen, um einfach nochmal ein bisschen weiter zu gehen. Und das wird dann eben mit Algorithmen beworfen, die dann teilweise auch so ein bisschen obskurer Herkunft sind. Da ist auch ganz viel der behavioristische Hintergrund bei den Leuten, die das entwickeln, drin. So, und die irgendwie sagen, irgendwann haben wir genug Daten, um den Menschen, um vorherzusagen, was die Menschen machen. So, und diese Algorithmen, die da genutzt werden, kommen teilweise aus der Erdbebenforschung. Also ein Algorithmus wird für ein System genutzt, das die Nachbeben von Erdbeben modelliert und vorhersagt. Und was mit einem Erdbeben funktioniert, das kann ich ja auch einfach mal eben schnell auf Kriminalität werfen. Ist ja eigentlich quasi dasselbe. Also kann man sehr kritisch sehen. Naja, und das Dritte sind eben die Sachen, die, wo dann tatsächlich sagt, lass uns einfach mal alle Daten auf einen großen Haufen werfen. Wir bewerfen das mit einer KI. Die wird schon irgendein Muster rausfinden und dann werden wir auch irgendwann das rausfinden, was wir jetzt
kriminologisch belegt noch nicht wissen, weil dann haben wir irgendwie, ja, das, Tech will save us. Ihr seht schon, ich bin da so ein bisschen vorsichtig oder kritisch bei der ganzen Geschichte. Predictive Policing ist aber mehr als die technischen Systeme, sondern Predictive Policing ist ja eingebunden in soziales Handeln. Also das wurde dann auch mal versucht von der RAND Corporation, jetzt in 2013 war das, haben die das mal untersucht und haben versucht mal so zu zeigen, so wie ist denn der Ablauf der Polizeiarbeit. Ne? Im oberen Teil haben wir eben so die Analyse, beziehungsweise werden ja erstmal die Daten gesammelt, dann kommt die Analyse. Dann wird das in polizeiliche Operationen überführt, was auch immer das sein mag. Die sind unten ein bisschen ausdifferenziert. Und dann reagiert aber auch dummerweise die Kriminalität darauf. Und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Also das ist schon mal so ein erster ganz guter Ansatz, um zu sagen, ja, da kommen wir der Sache näher. So, ne? Also da sehen wir auch einfach, da sind auch vielleicht, ja, einfach, es ist eben nicht nur eine, ja, nicht nur ein Computerprogramm, das irgendwie was, das Computerprogramm macht ja am Ende erstmal nichts. Ne? So. Genau, es gibt da so ein paar Mythen und Fallstricke. Computer kennt die Zukunft, ist klar. Der macht das alles alleine, hatte ich eben schon gesagt. Ich muss das einfach mit viel Rechenleistung und mit komplexen Modellen bewerfen, dann wird das schon irgendwann was rauskommen. Eben auch der Mythos, dass eben so eine gute Vorhersage, und das möchte ich hier in Anführungszeichen setzen, auch zu guten Ergebnissen wird. Es gibt natürlich auch so, im Deutschen kann man den Unterschied sehr schön machen, eben zwischen vorhersagender Polizeiarbeit und vorhersagebasierter Polizeiarbeit. Und da kommen wir nämlich auch wieder, das sollten wir uns merken, kommen wir gleich nochmal dazu. Gibt dann auch so ein paar Fallstricke, ne, dass man eben tatsächlich den Fokus auf diese Vorhersage und die Güte legt und eben nicht schaut, was ist denn, gibt es denn tatsächlich einen strategischen Nutzen für die Polizeiarbeit? Die Daten sind teilweise eben auch von schwieriger Qualität und Provenienz. Da muss man eben auch mal vorsichtig sein. Die Faktoren für die Vorhersage werden von den Personen, die nachher damit arbeiten müssen, nicht verstanden. Auch so ein großes Problem, zu dem wir gleich noch kommen. Und Bewertung in der Evaluation wird unterschätzt. Also das sieht man auch daran, dass gesagt wird, das funktioniert schon. Und die wissenschaftliche Begleitforschung bei so Einführung von Predictive Policing ist, sagen wir mal, ausbaufähig. Genau. Und Bürgerrechte und Privatsphäre werden missachtet. Das können wir vielleicht auch gleich, kommen wir auch noch zu. Jetzt ist aber noch eine kleine Kritik der Kritik von mir, von meiner Seite aus, ist, wir fokussieren uns, wenn wir über Predictive Policing reden, ganz, ganz häufig wirklich auf diese technische Seite und gucken, na, was ist denn, klar, das ist wichtig, ne, Transparenz, Datenqualität, Biases, Datenschutz und Grundrechte, aber es gibt noch weit eben noch die soziale Dimension und die wird häufig so ein bisschen ausgeblendet. Das finde ich ein bisschen schade. So, und dann gibt es noch die Gefahr, dass man sich eben die Argumentation der Herstellerinnen und Hersteller damit aneignet, weil die sagen, ja, wir können doch aber. Und dann versucht man dagegen zu argumentieren und zu zeigen, dass sie eben nicht können. So, und dann ist man da in so einem Ping-Pong-Spiel gefangen und ich weiß nicht, ob man da immer glücklich wird. Genau, und dieses Zusammenspiel von Mensch und Maschine, das ist in der Begleitforschung wirklich fast nicht existent. Es gibt das, das von RAND ist schon quasi so, dass wie das am umfangreichsten passiert ist. Es gibt aus dem deutschen Raum, in Baden-Württemberg gab es eine Begleitforschung, da wird das mal kurz erwähnt, aber auch nicht weiter ausgeführt. So, und dann haben wir eben die sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Faktoren, auf die ich jetzt eben dann noch ein bisschen stärker eingehen will, und diese Einbindung in das soziotechnische System. Technologie funktioniert nicht alleine, losgelöst vom Menschen. Der Mensch macht Technologie und dieses Wechselspiel, das ist das Interessante. Und ich komme immer gerne mit Kranzbergs First Law on Technology. Technology is neither good nor bad nor is it neutral. Das fasst eigentlich das zum soziotechnischen System wunderbar zusammen. Also ich kann einen Hammer dazu nehmen, um einen Nagel in die Wand zu werfen, zu schlagen. Ich kann den Hammer nehmen, um eine Scheibe einzuwerfen oder um im schlimmsten Fall einen Kopf einzuschlagen. Also die Technologie ist dieselbe, aber sie wird halt eben unterschiedlich angewendet. Und da kommen wir dann auch zu den Dual-Use- oder Multiple-Use-
Technologien und da ist maschinelles Lernen sicherlich eine davon. Jetzt habe ich nochmal dieses Predictive Policing, den Prozess nochmal aufgeworfen und möchte ihn jetzt nochmal ergänzen. Also einerseits ist die Frage, wer entwickelt denn diese Dinger? Und wer entwickelt dann Predictive Policing Software? Und das sind zu einer ganz, ganz großen Zahl sind das privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen. Es gibt auch vereinzelte Entwicklungen von den Sicherheitsbehörden, aber das ist eher selten. Also haben wir da schon mal Leute, die eben auch ein gewisses Interesse haben, diese Technologie zu verkaufen, und das machen die auch ja, ganz erfolgreich. So, dann die Frage der Implementierung. Wann passiert denn sowas? Wann werden solche Systeme denn tatsächlich von Sicherheitsbehörden gekauft und eingesetzt? Im deutschen Raum haben wir das 2009 sehr gesehen. Die Älteren erinnern sich, es war EU-Osterweiterung. Und dann ist die Zahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle in der Statistik sehr stark angestiegen. Und das war der politische, das hat das einfacher gemacht für Sicherheitsbehörden zu argumentieren, wir nehmen jetzt einen ganzen Batzen Geld in die Hand, um so ein System einzuführen, um eben diesem Anstieg an Wohnungseinbruchsdiebstählen zu begegnen. Und da bootet sich natürlich auch noch an, weil wir ja gesehen haben, es gibt die auf Near-Repeat-Theorie Spezialisierten. Das spielte dann alles zusammen. Also auch da haben wir eben den Effekt gesehen. Es gibt so ein Window of Opportunity, die richtigen Leute an den richtigen Stellen, die richtigen Leute, die irgendwie da gerade mal an der Tür klopfen. Und dann werden solche Systeme eben auch eingeführt. Die umweltbezogenen Einflüsse sind hier bei diesem Cycle irgendwie nicht mit drin, ne? Criminal Response, also es reagiert nur das kriminelle System darauf, aber was passiert denn sonst? Ne? Also die Wohnungseinbruchsdiebstähle haben nach 2009 dann wieder deutlich abgenommen. Jetzt kann man sagen, naja, natürlich, das liegt nur daran, weil wir Predictive Policing Systeme genutzt haben. Man kann aber auch sagen, vielleicht gibt es dann doch irgendwie noch andere Einflüsse sozialer Art, die eben dazu geführt haben, dass es wieder zurückgegangen ist. Und da ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das ist so das Präventionsparadoxon, ne? Damit argumentieren die ja auch immer. Wir kennen das jetzt gerade aus der Covid-Pandemie. Man kann nicht messen, was man verhindert hat. So. Und das ist wenn man eben so schaut, so ja, sind denn die solche Systeme wirksam? Genau. Das ist dann schwer zu sagen. So. Ne? Aber gerade auch so dieses, was ist denn, also wie bewegt sich denn oder wie ist denn so ein Sicherheitsapparat eben mit der sonstigen Gesellschaft verknüpft? Das blendet man eben gerne schnell mal aus. Naja, und dann eben auch überhaupt mal in diesem Prozess. Was ist denn ein Prozess, der maschinell bearbeitet wird, der teilmaschinell bearbeitet wird? Und was ist so, welcher Prozess wird allein von Menschen bearbeitet? Genau, und dann gibt es eben die Gefahr, dass Predictive Policing einen präemptiven Charakter hat. Das heißt, Prävention wäre ja, dass wir versuchen, möglichst auf einem möglichst geringen Interventionslevel Dinge zu verändern, um eben eine nicht wünschenswerte Zukunft zu verhindern. Die Prävention sagt, wenn wir jetzt nicht handeln, wenn wir jetzt nicht schon vorher à la Minority Report tätig werden, dann wird was Schreckliches passieren. Und dieses Präemptionsding ist auch als Bush-Doktrin bekannt. Die hat George Bush, der Jüngere, genutzt, um den zweiten Irakkrieg zu rechtfertigen. Es wurde eben gesagt, guck mal, wenn wir jetzt nicht einsteigen, dann haben die Massenvernichtungswaffen. Wir müssen jetzt den Militärschlag machen, wir müssen die angreifen, obwohl noch nichts passiert ist, um Schlimmeres zu verhindern. Und diese Logik der Präemption, die halte ich für extrem gefährlich, gerade im Zusammenspiel mit dem Einsatz von Predictive Policing Systemen. Weil sie nämlich häufig wird den Personen, die damit arbeiten, ja die Fiktion, wird für die Fiktion geschaffen, dass die Software schon irgendetwas wirklich, wirklich vorhersagen kann. Und ja, also genau, was macht das denn eben mit den Polizistinnen und Polizisten? Also links sieht man die Zukunftsforschung, rechts die Polizei.
der Wunsch der Sicherheitsbehörden nach Kontrolle der Zukunft oder Bewirtschaftung der Zukunft, vor die Lage kommen, ist ja immer der Begriff. Also die wollen eigentlich schon da sein, bevor der Verbrecher dann kommt. Es gibt lustige Werbevideos zu Predictive Policing Systemen, die genau mit diesem Bild spielen, von IBM. Also findet man bei YouTube. Die Hierarchien sind natürlich ganz unterschiedlich betroffen. Wenn ich irgendwie als beim LKA irgendwie in einer Einheit sitze, die mit der Analyse von Daten beschäftigt ist, dann habe ich einen anderen, dann betrifft mich das anders, als wenn ich als Streifenpolizistin im täglichen Einsatz bin und dann irgendwelche eher Aufträge bekomme, in irgendwelchen Gebieten vielleicht verstärkt Streife zu fahren. Es ist insgesamt sehr unklar, wie die Mitarbeitenden der Sicherheitsbehörden in diese ganzen Prozesse mit eingebunden werden und inwiefern sie an den Systemen geschult werden. Natürlich wird es Leute geben, die irgendwie deine Schulung erhalten, wie sie mit dem System umgehen, aber wie prozessiert der Mensch dann nachher die Daten, die die Technik geliefert hat, dann weiter? Also das ist, da wäre es, und was macht das eben auch, wenn ich, wie wird das denn auch weitervermittelt an diejenigen, die dann tatsächlich polizieren, also den tatsächlichen Prozess im sozialen Raum, der Kontakt mit der Bevölkerung, damit dann umgehen? Also wenn ich jetzt nur so eine Risk-Map kriege und die ist irgendwie in einem grün-gelb-rot-Schema drin, was macht das mit der Person? Also das ist wirklich extrem schlecht erforscht. Und das ist natürlich auch schwierig zu erforschen, also ob da irgendwelche Chilling-Effekte da sind. Der Computer hat ja schon so und so oft recht gehabt, dann wird er jetzt auch recht haben. Und eben diese Faktizitätsfiktion, ist schwierig und da muss man, glaube ich, auch sehr selbstkritisch mit umgehen und müssen wir uns selbst mal an die Nase fassen. Wir glauben dem Computer ja auch schon ganz schön viel, ganz schön oft was. Und eben die Frage dieser Möglichkeitsraum, ne? Also das, was ist überhaupt möglich, was ist possible, versus die Präemption, dass ich eben sage, okay, das ist die Dystopie und die muss ich jetzt verhindern. Ne? Also eigentlich arbeiten die schon mit normativen Zukunftsbildern schon. Ich habe versucht, das mal für meine Masterarbeit irgendwie, ne, da ist wieder der Futures Cone, diesmal ein bisschen einfacher, das nochmal irgendwie grafisch darzustellen, ne, die Near-Repeat-Hypothese, die verlängert einfach die Vergangenheit in die Zukunft, sehr strikt. Die Modellierung, die geht schon mit schon von unterschiedlichen möglichen Zukünften aus, hängt dann aber eine Prozentzahl hinten dran und dann wissen wir ja auch alle, dass wir nicht immer super gut da drin sind, mit Prozentzahlen umzugehen. Ja. Das Data Mining, das versucht eben Korrelationen herzustellen baut eine Zukunft, modelliert eine Zukunft und sagt dann, okay, um das zu verhindern, müssen wir jetzt tätig werden. Und das ist eben dieser präemptive Charakter. So, versuchen wir mal ein Fazit. Ich glaube, ich bin sogar vor der Zeit, das ist ja schrecklich. Vielleicht rede ich zu schnell. So, Predictive Policing, was sollte man beachten? Also prinzipiell gibt es natürlich die Möglichkeit, Polizeiarbeit, Sicherheitsbehörden technisch auch, also mit technischen Systemen zu unterstützen, deren Arbeit. Das sollte dann im Idealfall irgendwie in einem offenen Prozess sein, user-centric, wie das so schön heißt. Ich habe jetzt letztens in einem Paper gelesen, dass user-centric heißt, dass es einfach nur ein schönes Frontend hat und damit irgendwie die Usability gut ist. Da hat wohl jemand was nicht so ganz verstanden. Die Hypothesenbildung kann natürlich unterstützt werden. Also wenn ich eben solche Modellierungen habe, dann kann ich sagen, okay, das sind Möglichkeiten, die sich da ausbilden könnten. Ich muss mir darüber bewusst sein, dass es eine Hypothese ist. So, und dann kann ich eben losgehen und sagen, so, okay, gucken wir mal, wie wir damit umgehen und ob sich diese Hypothese bestätigt oder ob sie falsifiziert wird. Genau, die aktuellen Systeme sind eben oft von diesen privatwirtschaftlichen Unternehmen sind und es ist ja eigentlich gerade bei diesen Machine Learning Geschichten ist es noch ein ganz, ganz besonderer Aspekt. Und zwar sind die Grundlage dafür, dass man das überhaupt gesagt hat, ja, lass uns das doch mal auf Polizeiarbeit anwenden.
Wir haben gesehen, wir können ganz viele andere Dinge vorhersagen. Ne? Also die Nachbeben können wir vorhersagen. Wir können vorhersagen, was die Leute als nächstes irgendwie bei Amazon kaufen. Und da ist eine Technologie, gerade in diesen bei den Data Mining getriebenen Systemen, aus der Privatwirtschaft in die Sicherheitsbehörden gewandert. Und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, weil normalerweise geht es den Weg andersrum. Ne? Wir haben die DARPA, die irgendwie schön was entwickelt, ob das GPS ist, Touchscreens etc. Und dann wandert das von der militärischen Nutzung oder der Nutzung durch die Sicherheitsbehörden eigentlich in die zivile Nutzung rüber. Und hier haben wir den Weg genau andersrum. Ja, und dann ist eben die Sache, dass diese Systeme in ihrer oder zumindest in der Kommunikation nach außen oder wie sie dargestellt werden, eigentlich nicht darauf zielen, die Polizei bei der Strategieentwicklung zu unterstützen, sondern eigentlich schon direkt auf das konkrete Polizieren zielen, also auf den konkreten Einsatz der Beamtinnen und Beamten im sozialen Raum. Und das ist natürlich auch nochmal, ja, da bin ich irgendwie, dem stehe ich sehr kritisch gegenüber. Der Einbezug der Akteurinnen und Akteure bei der Entwicklung und Implementierung, die nachher damit zu tun haben, im Zweifelsfall auch die Zivilgesellschaft, weil die wird ja eben auch betroffen, ist äußerst mangelhaft. Auch hier wieder das Problem, dass wir eben privatwirtschaftliche Akteure haben, die natürlich auch kein großes Interesse haben, da sehr, sehr transparent zu sein, was da jetzt tatsächlich, wie Hans Schlepp so schön sagt, under the hood ist. Also was da unter der Haube bei diesen Systemen ist. Und das ist gerade in einem Zusammenspiel, in einem Bereich, wo wir das staatliche Gewaltmonopol haben, wenn wir wieder ans zivilisatorische Hexagon denken, was wir jetzt ja auch schon hatten in einem Talk, da kriege ich Bauchschmerzen. Und zwar ganz arge, weil da quasi staatlich, also private Unternehmen quasi staatliche Aufgaben mitbestimmen und Präemption verhindern, wäre mir auch ganz wichtig. Genau, nochmal die Zusammenfassung, wir haben hier den Bereich, das Ziel ist ja eigentlich der Polizeiarbeit, den inneren Frieden zu gewährleisten. Die Frage stellt sich hier natürlich, welcher Friedensbegriff wird genutzt? Wir hatten es auch beim zivilisatorischen Hexagon in der Diskussion. Auch die Frage der Affektkontrolle spielt da ja auch eine Rolle. Das ist mir dann im Nachgang nochmal so aufgefallen, wenn ich weiß, dass solche Systeme eingesetzt werden, insbesondere dann auch noch personenbezogene Systeme, wie es zum Beispiel die Strategic Subject List in Chicago ist, da werden Leute auf eine Liste gesetzt, weil sie als Gefährder eingestuft werden. Das Problem ist, man kommt von dieser Liste auch nicht wieder runter. So, und es ist also vollkommen opak, wie die Leute auf diese Liste kommen. Ne? Das sind einfach mal ganz, ganz harte Grundrechtseingriffe und eben auch die Frage, wie wird dann eben das Verhalten dieser Person dann dadurch verändert, dass eben solche Systeme eingesetzt werden. Insbesondere wenn die dann eben offen eingesetzt werden, sind es eben nicht nur unterstützende Systeme für die Polizeiarbeit, sondern können eben auch als Kontroll- oder Disziplinierungssysteme verstanden werden. Was ich eben schon sagte, ne, dass die Übernahme oder ja, diese Beeinflussung quasi staatlicher Aufgaben durch private Akteure ist ein ganz, ganz schwieriges Feld. Und wenn das eben schon innerhalb einer Gesellschaft passiert, ist das natürlich dann im Verhältnis, wenn man das dann größer denkt, wiederum im größeren Friedenskontext nach außen auch sehr schwierig. Die Modalität der Systeme ist eben sehr unklar, also was ich gezeigt hatte von der Zukunftsforschung her, welchen Strang bedienen wir denn jetzt gerade? Sind wir gerade in der Prognostik, sind wir gerade in der Exploration oder sind wir eben mit normativen Zukunftsbildern unterwegs? Und die Gefahr der Präemption heißt ja auch, wenn ich sage, das wird ganz definitiv passieren, dann verenge ich den Möglichkeitsraum der Zukunft. Also es wird die Möglichkeit, die Zukunft selbst zu gestalten, wird eingeengt und zwar durch opake Systeme. Ich weiß nicht, ob man das so will. Wo bleibt das Positive? Ich wollte auf einer positiven Note enden und hier nicht die Leute deprimiert rauslassen. Melvin Kranzberg, ja, den kann man sich immer wieder sehr gut als Vorbild nehmen und mit seinem First Law on Technology und eben sich auch bei der eigenen Arbeit immer wieder denken, Informatikerinnen und Informatiker, so was sind denn irgendwie die Möglichkeiten, wie kann meine Technologie oder das, was ich da entwickle,
im Positiven wie auch im Negativen eingesetzt werden. Und ich glaube, da haben wir heute im Laufe des Tages auch noch einen Talk dazu, wo es dann eben um die Technikfolgenabschätzung geht. Also es ist möglich und es wird immer stärker. Also es nimmt zu. Wunderbares Buch von Eva Horn, Die Zukunft als Katastrophe. Sie hat auch ein ganz tolles über Geheimdienste geschrieben. Literaturwissenschaftlerin eigentlich. Also die Zukunft muss nicht zwangsläufig in der Katastrophe enden. Wir haben selbst die Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten. Eben von diesem normativen Begriff aus Frieden, jetzt, hier und überall. Dazu was zu tun. Und ich glaube, das sollte man nie vergessen, dass die Zukunft nicht einem einfach passiert und über einen herfällt, sondern dass man selbst was tun kann. Und selbst unter den Polizeibehörden fangen sie jetzt an, tatsächlich so Szenario-Studien zu machen und die Methoden der Zukunftsforschung für ihre Strategieentwicklung zu nutzen. Und eben also zu auch sagen dann auch so, ne, also wir müssen eben mit dieser Kontingenz eben arbeiten und mit den Ambiguitäten und mit den Unsicherheiten und dann nennen wir es alles VUCA und das ist schön. Aber dass die eben auch schon gesehen haben, das ist also ein reiner Technofix wird es dann halt doch nicht sein. Damit sage ich Dankeschön. Oh, perfektes Timing sehe ich gerade. Ja, ich sehe hier auch schon Fragen. Ich habe leider jetzt nicht drauf aufgepasst, wer zuerst ist. Das heißt, ich gehe einfach so durch. Hallo, Thea Riebe. Ich halte nachher den Vortrag über Dual Use und Technikfolgenabschätzung. Deswegen fand ich das jetzt auch sehr interessant. Und was mich interessieren würde, ist, welche Rolle könnte denn bei der Entwicklung von Predictive Policing Systemen so partizipative Design und Begleitforschung spielen? Also ich stelle mir vor, diese Systeme haben natürlich einen Einfluss auf die Interaktion von Behörden mit Bürgerinnen. Deswegen ist der Technikeinsatz auch muss besonders legitimiert werden. Auch da muss auch in der Bevölkerung eine Akzeptanz für da sein. Und nun hast du gesagt, dass auf der einen Seite natürlich diese Unternehmen, die diese Technik produzieren, eher sozusagen die Dinge nicht so veröffentlichen, da die Transparenz fehlt, aber gleichzeitig kenne ich aus meiner Erfahrung auch, dass auch Sicherheitsbehörden nicht gerne über die Technik sprechen, die sie verwenden. Gleichzeitig wäre das aber sehr notwendig, denke ich. Und vielleicht, also was mich interessieren würde, gibt es da schon so partizipative Ansätze, dass man eben mit der Bevölkerung solche Technologien entwickelt und evaluiert? Oder ist das noch in den Sternen? Danke für die Frage. Ich bin auch sehr gespannt auf deinen Vortrag nachher. Mir ist es nicht bekannt, dass es tatsächlich schon so partizipative Technikentwicklung gibt. Es ist jetzt auch so, dass das Thema natürlich auch so gerade so ein bisschen aus dem Sichtfeld so verschwunden ist. Also Predictive Policing war eine ganze Zeit lang, ich würde mal sagen, so vor fünf Jahren war das noch deutlich stärker und einige Systeme sind auch wiederum eingestampft oder abgeschafft worden. Ich fände es sehr wünschenswert, das so zu machen, weil gerade ist es ein hochsensibler Bereich der inneren Sicherheit und der betrifft uns wirklich alle. Dann mit unklaren mit Systemen zu arbeiten, wo unklar ist, was wird da gemacht, welche Daten werden genutzt, auch die Datenqualität, auch das sind natürlich wichtige Fragen. Ich wollte das gar nicht kleinreden auch, ne, sondern da sind eben wichtige Ansätze auch mit drin. Aber es wäre wirklich sehr wünschenswert, wenn bei der Entwicklung solcher Systeme dann eben auch möglichst viele Stakeholderinnen und Stakeholder dann eben auch eingebunden werden. Aber bisher ist das noch nicht sichtbar. Ja, ich weiß nicht, ob ich das übersehen habe, aber ich sehe die Gefahr der selbsterfüllenden Prophezeiung in mehreren Spielarten dort. Aktive Spielart. Ich habe so eine Technik, die lade ich von vornherein mit hohen Erwartungen auf, statte sie mit Ressourcen aus. Und wenn dann die gewünschten Erfolge nicht kommen, dann drehe ich bei der Darstellung an den Daten. Also typischerweise, es gibt Kriminalstatistiken, und da kann ich was an den Kategorien machen und dann wird das entweder nicht mehr vergleichbar, sodass ich was reininterpretieren kann oder ich verändere sogar die Belegung der einzelnen Begriffe mit neuen
Inhalten und verfälsche damit eigentlich das, was ich darstelle. Dann gibt es noch die passiven Varianten, eine davon, ich kriminalisiere eine bestimmte Gruppe von Menschen und dränge die damit in die Kriminalisierung rein, weil ich denen zum Beispiel ein so schlechtes Image verschaffe, dass sie gar keine legalen Beschäftigungsmöglichkeiten mehr haben und damit sozusagen so ins Graufeld erstmal abwandern. Oder ich habe Personen, die so latent sind, also die können sich praktisch entscheiden, will ich was ehrlich machen oder will ich tatsächlich kriminell werden. Und dadurch, dass man ihnen dieses Image anhängt, werden die zornig und sagen, ja, dann mache ich es halt so, wenn ich... Ja, das war ja die Frage. Ja, also ich habe das, es stimmt, es sind gute Ergänzungen. Ich musste ein bisschen auf die Zeit achten. Also, man kann ja länger drüber sprechen. Und ja, diese selbsterfüllende Prophezeiung, das ist ja eben das, was ich versucht habe anzudeuten. Ich kann es nicht belegen. Das ist ich habe das Chilling-Effekte genannt. Ne? Das ist eben die bei den ich habe das eben auf Seiten der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten gesehen, so, wenn ich eben sowas bekomme, wo eine Software mir was ausgesprochen hat, dann ist die Gefahr, dass ich das einfach unhinterfragt übernehme. Und dann wird das eben auch zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Stichwort Overpolicing ist dann eben die Folge davon, dass ich eben bestimmte Personengruppen oder bestimmte Stadtteile eben verstärkt und mit einem noch wacheren Auge da durchfahre. Und dann sehe ich natürlich mehr und dann reproduziert sich das Ganze. Das ist aber auch wieder so eine Sache, die viel auf der technischen Ebene diskutiert werden kann. Und mir ging es tatsächlich so ein bisschen, um nochmal rauszuarbeiten, wie das Zusammenspiel im soziotechnischen Raum eben dann eben ist, also gerade innerhalb dieses Systems, also wo ist der Zusammenhang zwischen dem System und den Menschen, die dann damit umgehen, dieses produzieren, die dann, und der nächste Schritt wäre eben, wo ist das mit den Menschen, die betroffen sind. Ja, dann vielleicht noch eine letzte noch eine kurze Nachfrage, mal gucken. Gut, also ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Müsste es nicht eigentlich eine aktive Arbeit daran geben, dass man Systeme verbietet, bei der Polizei einzusetzen, die nicht transparent sind? Also wirklich knallhart sagt, okay, entweder macht ihr das jetzt transparent, legt die Algorithmen offen, legt die Datenquellen offen, oder ihr werdet einfach nicht eingesetzt, weil Partizipation klingt immer so, ich sage mal ein bisschen bissig niedlich, da können Leute mal ein bisschen reinschauen. Nee, Systeme dürfen nicht in die Polizei rein, wenn sie nicht vorher transparent sind. Ja, würde ich persönlich direkt unterstützen. Also das ist definitiv eine Forderung, die man machen sollte. So. Ja, dann haben wir hier doch noch eine letzte Frage. Vielen Dank. Okay. Erstmal vielen Dank. Ich glaube, aber das hat jetzt vielleicht mit der Zukunftsforschung zu tun, das weiß ich nicht, weil du hast vorhin mal gesagt, es würde wenig auf die gesellschaftlichen Aspekte von Predictive Policing geguckt. Ich kenne einen Berg von Forschung aus den Science and Technology Studies, aus den Critical Data Studies, schon sehr früh in den 2010er Jahren. Marieke de Goegele, Louis Amour, Claudia Aradau und aus der Techniksoziologie auch die Arbeiten von Jens Helterlein und Simon Eckbert, also die ganz viele davon adressiert haben. Ich sage das deshalb, weil ich mich frage, und das habe ich mich auf der Konferenz immer wieder mal gefragt, wie die Diskurse der Sozialwissenschaften und Kulturwissenschaften auf der einen Seite und die der kritischen Informatik auf der anderen Seite vernetzt sind. Also so wie mir dann auch gesagt wurde, warum hast du das nicht auf der FIF-Liste gepostet, würde ich mir manchmal wünschen, postet doch mal auch mal was auf den STS-Listen, weil es wäre total wichtig, dass diese Menschen mehr miteinander reden. Das ist das eine. Und das andere, woran ich dauernd denken musste, war Richard Grusin, der, glaube ich, schon 2005 sein Buch Premediation geschrieben hat. Und ich finde, da kommt noch mal so ein ganz anderer Aspekt rein, weil da müssen wir auch unsere eigene Forschung als performativen Effekt denken. Das heißt, während wir uns mit den Zukunftsaussagen von anderen und wie die konstruiert werden, machen wir ja gleichzeitig auch Zukunftsaussagen. Und in dem Fall, was du ja auch angesprochen hast mit dem Irakkrieg, wurde das
das ist jetzt nicht in unserer Forschung das Problem, instrumentell genutzt, wie man auch Atmosphären schaffen kann, dass zum Beispiel im Fernsehen der Generäle über den Irakkrieg, und jetzt könnte man lange da auch über den Ukraine-Krieg sprechen, ne? Also wie über Pre-Mediation auch bestimmte gesellschaftliche Zusammenhänge, aber auch Technologien durchgesetzt werden. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung. Super Hinweis, STS, ganz großartig. Simon Eckbert habe ich auch ganz viel zitiert. Ich hatte mich jetzt konkret auf Predictive Policing bezogen. Also dass eben da eben diese soziotechnische Einbindung eben noch nicht so gut beleuchtet wird, wie das wünschenswert wäre. So. In anderen Bereichen gibt es das schon deutlich mehr. Aber an der Stelle habe ich da noch so ein bisschen gefühlt so einen blinden Fleck gesehen. Aber Vernetzung ist immer super und STS bin ich großer Fan von. Genau, Vernetzung super. Ich habe gesehen, dass da noch ein paar Meldungen sind. Wir haben unglücklicherweise keine Umbauzeit hier eingeplant. Deswegen muss der Rest auf die Kaffeepause verschoben werden. Nochmal vielen Dank, Nils Janssen. Dankeschön.